Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dorfromantik. Wir sind bei 20.250 Punkten und hier ist noch einiges zu schaffen. Auch an Aufgaben, an Perfektionssachen. Wir sollten das schon irgendwie hinkriegen, würde ich sagen. So, jetzt müssen wir mal schauen. Stimmt, hier haben wir auch noch das blöde Gleis. Ja, das funktioniert leider mit der Aufgabe nicht. Schade. Guck mal, was denn hier? Ah, Mist, hier ausgerechnet nicht. Und bis jetzt wäre das noch echt gut hier. Nee, das ist schade, das zu versauen. Wir haben nur noch 12 Karten. Das ist nicht unsagbar viel, ehrlich gesagt. So gar nicht. Deswegen wäre es eigentlich schon schön, wenn wir quasi mit jedem Anliegen ein Perfekt ergattern könnten. Oder eine sehr gute Ausgangslage. Also das hier zum Beispiel fände ich eine sehr gute Ausgangslage. Ja, es sieht auch bisher an allen Rändern sehr gut aus. Das nehme ich jetzt einfach mal. Wenn wir Glück haben. Na gut, genau das jetzt leider nicht wirklich. Wir hätten hier das natürlich ausgerechnet nicht als perfekt. Wir hätten nur zu wenig. 2, wenn ich es richtig sehe. 2 Perfekts, aber wir merken es uns. Das wäre auch schön, aber hier kriegen wir leider gar nichts raus. Außer für die Aufgabe halt an sich. Das funktioniert nicht. Können wir natürlich auch machen. Wir können jetzt sowohl auf eine Aufgabe spekulieren, als auch auf ein Perfekt. Das wäre alles machbar. Hier haben wir halt auch immer noch dieses, was wir verbinden können. Aber da vielleicht das hier dann. Gucken wir mal gleich. Ansonsten, wie sieht es hier aus? Ja, da wäre sehr viel. Das ist schön eigentlich, als für hier dann. Hier wäre, glaube ich, kein guter Übergang. Ich glaube, das wird kein Perfekt nach hier. Auch hier nicht so wirklich gut. Aber das hier finde ich eigentlich nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ich weiß, das bringt uns jetzt erstmal gar nichts, aber... Ja. Schwierig. Aber das ist so schön für hier, ne? Das könnte... Doch, ich mache es, weil das hier echt gut werden könnte. Und hier... Da könnten wir jetzt wirklich überlegen. Die Verbindung, wir haben noch eine Aufgabe und das geschafft. Wir hätten halt 1, 2 Sachen versaut, aber 4 gewonnen. Das ist eh versaut. Und daher nur das wäre versaut eigentlich. Wir hätten das. Das hier glaube ich auch und das auch, wenn wir das noch... Komm, ich mach. Wie gesagt, die Weitaufgabe, da scheißen wir eh drauf. Das wird nichts mehr. Oh, Selbstversorger. Herausforderung freigeschalten. Schließe insgesamt 5 Feldgruppen mit mindestens 10 Feldern. 5 Feldgruppen mit mindestens 10 Feldern? Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber okay. Dankeschön. Okay. Oh. Ach, schade. Fast nicht ganz schlecht, aber auch nicht richtig gut, ne? Ich glaube, das hat uns deutlich weniger Perfekts gebracht hier gerade, als ich dachte, ehrlich gesagt. Wir hätten hier ein Perfekt, wenn ich es richtig sehe. Und hier ein zweites. Wenn das stimmt. Aber wir würden uns hier alles versauen. Na, hier Nummer 3. Es müssten 3 perfekt sein. Das wäre versaut, das auch, das auch. Ich gucke erstmal kurz weiter. Könnte man auch machen. Würde uns 1, 2... 3, 4, aber die beiden versauen nur. Wäre aber nicht das Schlimmste, ehrlich gesagt. Oh, das ist schön. Das ist eigentlich echt schön, ne? Wir kriegen nämlich die Waldverbindung. Und oh, Wassermühle. Skin freigeschaltet. Für was? Was habe ich schon wieder geschafft? Ich weiß es nicht. Wir haben irgendwas erreicht, was wir hier aber gerade nicht sehen in unseren Aufgaben. Aber nichtsdestotrotz sehr schön. Das wäre sehr gut. Andererseits würde ich das Häuschen gerne irgendwie nutzen, aber ich glaube, das geht nicht. Nee, ich glaube, das... Also hier, wenn... Aber das ist auch egal. Ich fände das hier wirklich fantastisch eigentlich. Und zwar so rum. So, wieder ein Perfekt bekommen. Schön. Gleise und Felder. Ja, das wird natürlich nichts. Hm...
Ja, hier halt wegen dem doofen Fluss nicht, leider. Das ist echt blöd. Oh, das ist gut. Nur halt leider falsch rum. Ich hätte hier schon gern noch irgendwie die Verbindung. Oh. Okay. Kriegen wir hier einen Perfekt für. Finde ich ganz gut. Nehmen wir. So, was haben wir hier? Kann das hier irgendwie sinngemäß... Ah, die blöde Schiene. Ah, schade. Schade, schade, schade. Leider genau das Falsche. Ja, zwei Häuser sind es leider auch nicht. Mist. An der Stelle. Wir könnten sowas machen, um die Fate-Aufgabe voranzutreiben, aber es ist mir eigentlich nicht gut genug. Nee, da versäumen wir uns. Irgendwie so richtig passt es da nicht hin, tatsächlich. Vielleicht dann doch eher... Warte mal. Nee, da ist doof. Vielleicht eher hier. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Ah, Mist. Hier versaut, genau. Naja, gut, das bringt nichts. Ist ja schade. Auch genau nicht. Ah, kann das nicht rüberrutschen, Manu. Okay, leider nicht. Könnte man in Erwägung ziehen. Ah, zu viel versaut. Hm. Aber auch schwierig. Nee, das ist hier nirgendwo so richtig optimal, leider. Wahrscheinlich werde ich es doch einfach hier irgendwo absetzen erstmal. Vielleicht so. Oder hier oben mit dem. Ginge auch. Oder so für die Felder dort dann. Achso, ja, das wird schwierig, ne? Dann verbinden wir es nachher aus Versehen. Nee, das können wir nicht machen. Aber so in Vorbereitung ginge. Ich werfe die jetzt so ab, glaube ich. Ja, das ist halt nix. Können auch sowas hier machen, aber das ist auch schwierig. Ich lege die erstmal beiseite quasi. So. Weil wir sie uns ja nicht... Das klingt auch ein bisschen irreführend, als könnten wir sie später aufheben und nochmal verwenden. Das geht natürlich nicht. Schade. Ja gut, das bringt uns auch alles nichts. Nee. Oh, wäre das vertauscht. Schade. Nee, ich weiß nicht, ob ihr es hört. Hier fliegt gerade ein sehr lautes Flugzeug vorbei. Oh, alles nichts. Auch nicht, schade. Hier. Wäre eine Möglichkeit zumindest. Das ist schwierig. Also hier wäre ich quasi fast für. Nee. Oh, warte mal. Ich sehe es gerade. Ja, das ist natürlich perfekt eigentlich. Okay, nehmen wir. Die funktionieren nicht, ne? Nee. Gut, hier haben wir irgendwie so einen Mischmasch aus allem. Was vielleicht irgendwo richtig gut hinpassen könnte, aber ob ich das herausfinde, weiß ich nicht. Nee. Naja, schwierig. Nee, nee, nee. Guck ich lieber doch nochmal hier irgendwo. Ginge. Oh, warte mal, das gucke ich mir kurz. Nee, das genau, das dann nicht. Okay. Wir haben 13 Karten noch. Ist noch okay. Oh, schade. Oh, das ist ja... Nur die wäre versaut. Aber wollen wir es trotzdem nehmen? Also an sich gefällt mir das eigentlich ganz gut. Das ging ja auch. Wäre aber schwierig. Das ist schon echt gut, eigentlich. Hier wäre nur das versaut halt. Weil hier ist auch eine Möglichkeit, versauen wir uns aber auch mehr, glaube ich sogar. Also hier hätten wir das, 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 das ist okay. Hier wäre auch noch okay. Nur das. Ja, ich nehme es. Ganz ehrlich, dass es so gut drei Perfekts rausbekommen. Das ist schon sehr schön. Vor allem jetzt gerade, wo wir doch ein wenig im Notstand sind. Ein ganz kleines wenig. Ein kleines bisschen. So. Nee. Haben wir hier irgendwas? Ja. So zum Beispiel ginge.
Ja, hier ist halt schade mit dem Feld. Hm, vielleicht aber auch hier hinten irgendwo. Warum sind es immer drei Häuser? Wir kriegen nie die zwei hier. Das ist so doof. Nee. Also, wie sieht es denn hier aus? Ach, hier würden wir es versauen. Andererseits würde ich schon gerne... Aber wir kriegen das Feld hier tatsächlich nicht weiter, ohne Sachen zu versauen. Das geht nicht. Nee. Also sowas könnten wir hier machen, aber der Anschluss... Schwierig. Da wäre ich fast für das hier. Komm. Ich nehme das jetzt, ohne weiter drüber nachzudenken. Und guck mal... Nee, schade. Ja, dachte erst. Aber vielleicht hier irgendwo... Das wäre versaut, aber hier ist ein schöner Anschluss. Also wir hätten schon mal... Aber es müsste nicht sein. Okay, das hier ist eh versaut. Dann könnten wir das hier machen, tatsächlich. Weil das, wie gesagt, ist ja hier schon. Komm, das nehme ich. Das ist perfekt. Für die weitere Ausgangslage. Wie gesagt, die Seite, die wir verhunzt haben, war schon verhunzt. Oh, und das ist ja auch super hier. Genau richtig. Zwei Perfekts bekommen. Toll. Manchmal hat man einfach Glück, dass man genau da ist mit dem Mausfall, wo man hin muss. Schön. Oh, hier kriegen wir unsere Weitverbindung. Guckt mal. Ja, das würde ich, glaube ich, auch direkt nutzen. Ich weiß, wir können hier auch Sachen machen, aber ich hätte gerne diese Weitverbindung, ehrlich gesagt. Das mache ich. So, dann haben wir nämlich die Aufgabe, haben wieder 18 Karten. Hui. Es endet nie. Manchmal habe ich den kleinen Wunsch, dass es doch mal vorbei ist, die Runde. Um mal wieder entspannt von vorn anzufangen. Andererseits habe ich trotzdem jetzt den Ehrgeiz, tatsächlich auf 30.000 Punkte kommen zu wollen. Deswegen hoffe ich, dass es nicht passiert. Also ich werde auch keine Anstalten machen, mich absichtlich zu sabotieren, wie man das ja manchmal auch gerne macht, wenn man keine Lust mehr auf was hat. Aber das werde ich hier auf keinen Fall tun. Das sind zwei Häuser tatsächlich. Zwei Häuser, die wir hier bräuchten, aber hier nicht gut anschließen können. Schade. Nee, das werde ich nicht verhunzen. An sich... Nee, auch zu schade. Nee, sowieso nicht. Aber hier für unser Feld vielleicht irgendwie? Auch nicht so richtig. Es funktioniert hier nicht. Hm, schade. Wenig ordentlich anschließen. Nee, es ist nicht gut genug, tatsächlich. Warte mal. Ja, ist auch nicht gut genug. Nee, ganz ehrlich, für die Vorarbeit lohnt nicht. Das ist nicht hier. Sind wir uns auch so viel verhunzen. Hier würde ich zwei Sachen verhunzen. Warte mal, nee, ist das hier schon verhunzt? Ich glaube, ja, das ist schon verhunzt. Das Stück hier, da kriegen wir eh nichts Gutes raus. Da müssten wir also gar nicht gucken. Das würde uns also nur das bringen. Nee, auch nicht. War ja auch verhunzt durch das da. Nee, dann macht das gar keinen Sinn. Das ist so rum eher. Die sind schon verhunzt hier. Denke ich, dass das hier, das... Ja doch, ne? Hier die Grenze mit den Bäumen an das ist, glaube ich, verhunzt. Dann hätten wir jetzt hier aber tatsächlich... 1, 2, 3. Nur das wäre, glaube ich, außen vor. Aber wir hätten drei gute. Nehmen wir es und machen hier dicht. Ich meine, für die Feldaufgabe bringt das auch gleichzeitig noch was mit. Ich meine, was wäre die... Nee. Die Alternativen sind halt nicht gerade atemberaubend, muss man ehrlich sagen. Wir können hier unten nochmal schauen, aber ich glaube auch hier... Nee, ganz ehrlich, das lohnt nicht. Hier auch nicht, soweit ich sehe. Nee, das macht gar keinen Sinn. Ja, ich würde das tatsächlich nehmen hier. Ich denke, da haben wir eine gute Ausgangslage. So, drei Perfekts, das ist okay. Und wieder 20 Plättchen. Was haben wir denn hier? Eine Seite verhunzt. Muss natürlich nicht sein. Wir können die auch ganz gut woanders dran boxieren. Hier zum Beispiel. Das so. Nee, nicht unbedingt. Nee. Hier wäre es so viel blöd. Da geht es nicht ausgerechnet.
Wir könnten jetzt auch sagen, wir wollen uns nichts versauen, ehrlich gesagt. Oder versauen nur das hier? Wir kriegen einen perfekt raus. Aber lohnt sich das? Nicht so richtig, ne? Ehrlich gesagt, ich wäre fast dafür, das irgendwo sicher anzulegen. Hier so. Wir packen das weg. Oh, nochmal so ein Ding. Ist das genau das gleiche? Das passt hier noch schlechter tatsächlich. Nee. Das ist schön. Ja, das passt ja wie die Faust aufs Auge hier. Okay, ob wir eine gute Verbindung kriegen, ist natürlich immer noch die andere Sache, aber hey. Wir gehen erstmal davon aus, dass irgendwann mal was wird. Und wir haben noch Zeit, sehr gut. Nee. Wir könnten hier auf eine perfekte Verbindung... Nee, das wäre... Nee, das passt... So wollte ich es. Dann würden wir aber zwar eine wegwerfen. Ist aber trotzdem nicht schlecht. Aber wir kriegen da noch zu wenig raus, tatsächlich, weil die anderen Verbindungen noch nicht hinhauen. Dann vielleicht lieber nicht. Das hier wäre versaut. Ist es bisher noch nicht. Ah. Wir sitzen hier mit unseren Feldern aus. Ja, ich denke, ich werde das hier irgendwie so machen. Immer so hier. Okay. Das stört's nicht. Das sind zwei Häuser und sie haben die gute Verbindung, die wir wollen. Warte mal, geht's noch besser? Ne, da ist nicht verbunden. Da unten geht sowieso nicht. Wir nehmen das. So, wir haben die Hausaufgabe. Die Hausaufgabe fertig. Klingt auch schön. Hausaufgaben sind geschafft. Die Geografie-Hausaufgaben. Ja, der Fluss. Ach Mann, der macht es uns so schwer gerade. Dieser blöde Fluss. Ich kann es hier wegpacken quasi. Ich glaube fast, dass das Beste sein wird. Wir packen es irgendwo weg. Ich nehme es mal hier. So. Warum kann ich denn hier nichts dranlegen? Das verwundert mich hier, dass das nicht geht. Nee, das ist schon wieder falsch. Nee, will auch nicht so, wie ich will. Ah, irgendwo hier war doch auch nochmal ein Gleis gewesen, oder? Irre ich mich da gerade? War es nur das hier? Oh, das würde sogar fast... Schade. Also hier, das wäre versaut, aber an sich ist es gar nicht so schlecht. Wir werden 1, 2, 3. Das wäre versaut, das wäre versaut. Aber wir hätten was, um es hier reinzulegen, immerhin. Ich meine, wie oft werden wir da was Gutes kriegen, ist die Frage. Aber andererseits, wir haben gerade genug Karten. Es ist jetzt nicht lebenswichtig für uns. Ich pack's erstmal weg. Okay, das ist eine schöne Füllerkarte. Das könnte man zum Beispiel hier nehmen. Auch wenn er nicht... Oh, hier. Wunderbar. Zwei Perfekts bekommen. Gut. Das hat sich gelohnt. Zwei Häuschen. Das wär's doch jetzt hier. Guck mal, perfekt. Ha! Wow! Okay, das ist geil. Also wirklich alle rundherum perfekt. Das in der Mitte auch. Das ist... Wir haben 26 Karten. Das ist gut, dass ich das noch gesehen habe. Ich wollte gerade schon woanders hin damit. Es war gerade sehr viel Glück. Schön. Das funktioniert nicht. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich gucke viel zu oft auf die Uhr gerade. Wahrscheinlich, weil es ist ein bisschen zermürbend tatsächlich. Also es ist ein bisschen anstrengend. Wir würden uns das versauen, aber an sich ist es eigentlich cool. Also passt hier echt gut rein, ne? Nur an die eine einzige Seite nicht. Na gut, wir könnten sagen, wir haben so viele Karten, wir müssen es uns jetzt nicht versauen. Tatsächlich nicht. Können auch woanders gucken. Aber so richtig will es gerade nirgendwo. Vielleicht doch lieber hier in unsere große Stadt. Vorbereitend vielleicht irgendwie hier so hin. Das klappt leider nicht. Wir können es auch hier verbinden. Andererseits gefällt es mir nicht ganz, so wie es dann aussieht. Ich würde es vielleicht so machen. Dann könnten wir... Na gut, das wird auch schwierig, ja.
einfällt für die Verbindung. Ich meine, es muss genau zwei, ne? Dann vielleicht lieber doch nicht hier. Oder so. Ach, schwierig. Was mache ich denn mit dir? Gefällt mir nicht so richtig. Hier. Gute Ausgangslage. Eine Aufgabe, eine unbegrenzte Hausaufgabe. Wunderbar. Wo, wenn ich hier hin? Aber eine Verbindung zu der großen Stadt kriege ich nicht mehr, ne? Ach, das ist ja doof. Nur hier, wo das blöde Gleis ist. Die Verbindung wird schwierig. Ah, ich verstehe. Ich meine, vielleicht kriegen wir die Verbindung trotzdem noch. Wir müssten halt hier nur irgendwie rumkommen mit dem Gleis irgendwann. Könnte klappen. Wir können auch hier nochmal schauen. Na gut, das ginge auch. Tatsächlich, das ginge auch. Kriege ich keine gute Verbindung. Nee. Dann würde ich es vielleicht sogar eher hier nehmen, weil es, glaube ich, einfacher wird, das hinzukriegen. Komm, wir nehmen das hier. Dann setzen wir jetzt noch die Flusskarte und dann machen wir Schluss für heute. Ich bin auch schon in meine Augen. Oh, ich kann gar nicht mehr gucken, richtig. Vielleicht so. Hier will ich eigentlich ungern. Oder so für die Ver Aber gut, das mit den Schienen ist schwierig. Moment, wir gucken noch kurz. Da ist doof. Auch doof. Das geht eh nicht. Ja, dann würde ich fast sagen, hier so. Wir nehmen das. So, gleich noch die Flussaufgabe mitverfolgt, also ein bisschen weitergemacht. Gut, Leute, wow, ist das riesig mittlerweile. Also wir sind bei 22.480 Punkten. Oh, meine Augen. Okay, wenn euch die Folge gefallen hat, gerne ein Like da lassen und bis zum nächsten Mal.